neuen Video. Heute machen wir etwas ganz Besonderes, nämlich testen wir heute Spy Lifehacks aus. Also Spy Hacks. Jessie hat die rausgesucht, sie ist hinter der Kamera. Sag hallo. Hallo. Was war das denn? Auf jeden Fall werden wir uns heute mal die dümmsten Spy-Lifehacks, also Spy-Hacks, angucken. Also würde ich sagen, schauen wir uns mal an, wie dämlich diese Lifehacks sind und let's go! Wir kümmern uns jetzt um einen Lifehack, der wirklich die Welt verändern wird. Angenommen, ihr seid in einer Situation, in der ihr eure Stimme verfremden müsst. Ein Anruf bei jemanden, der nicht wissen soll, wer ihr seid. Ich weiß nicht, wann man jemals einen Stimmverzerrer benutzen sollte, wenn man nicht jemanden eingeladen hat oder Drogen macht oder sowas. Also, ich will euch damit nicht auf falsche Gedanken bringen oder sowas. Bitte umarmt. Und macht auch keine Kuschel. Das wäre ganz cool. Wahrscheinlich, nur weil ich das jetzt gesagt habe, wird das Video schon demonetarisiert. Ich glaube auch, ich glaube, du solltest Kuschel weglassen. Man braucht einen Stimmverzerrer, wenn man seinen Schwarm anrufen möchte. Das ist mir zu Dr. Sommer. Was davon brauche ich jetzt dafür? Nicht dran lecken, da sind Erdnüsse drin. Ey, ich hab das nicht hier gelassen. Dann brauchst du Draht. Eine Feder aus so einem Kugelschreiber. Okay. Got it. In den Pringles Deckel und Boden jeweils in der Mitte ein Loch machen, sodass der Draht durchpasst. Hey, kleiner Mann. Hey, kleiner Mann. Leute, bitte seid vorsichtig. Unerwartet schnell. Ja, und es ist vor allem über die gesamte Breite gerissen. Nee. Ist das schlimm? Okay, jetzt nehme ich den Draht, oder? Genau. Was ist das denn, ey? Ah, da. Okay, what the f... Würde den halt ein bisschen dicker machen. Also, nicht so viel, hallo? Ja, ich habe gefragt, wie viel, und ja, du erzählst über die Dicke. Eddard, was denn jetzt? Nimm Eddard den Draht aus dem Mund. Also, wo ist es hin? Den Draht am besten in der Mitte durchschneiden und dann ein Ende in die Spule so wickeln, am Ende der Spule. Dann das andere Ende am Ende der Spule und die anderen Enden, die kommen raus. Du bist echt kacke im Erklären. Also hier einfach dazwischen. Okay, jetzt sieht das so aus. Mhm. Draht, Kugelschreiber, Feder, Draht. Von oben da reinfädeln. Das ist nicht einfach mit meinen Wursthänden. Merkt halt, dass das Lifehacks für Kinder sind, weil die haben kleinere Hände und mit denen kriegt man das auch hin. Mann! Endgegner. Und jetzt ist die Spirale schon wieder ab. Weine. Einfach nicht auf dich hören. Das wäre die Lösung gewesen. Ich krieg das hin. Also, die haben das ohne Klebeband gemacht. Ja, die haben auch Kinderhände. Eine ganz normale erwachsene Frau. Mit Kinderhänden. Ich hab's geschafft. Hallo, hallo, hallo. Noch funktioniert gar nichts hier. Dicken Sch**frotze. Och Mann! Wie soll ich denn das jetzt wieder da drin? Oh Mann! Hast du Hilfe? Nein. So, klappe die 10. Dann sieht das so aus. Also, darin ist jetzt Draht, dann die Kugelschreiberfeder und noch mehr Draht. Schauen wir mal, wie kann das jetzt schon eine halbe Stunde gedauert haben? Das ist doch nicht mehr normal. Oh mein Gott. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Das funktioniert ja nicht. Du musst nicht reinschreien, du musst einfach nur so wie ein Mikrofon. Was soll denn das? Ich spreche jetzt wie ein Mikrofon da rein und ich klinge wie vorher. Hallo, hallo, hallo. Ja. Ja. Es macht halt so, es ist deine Stimme dumpf mit so ein bisschen Klirrgeräusch drin. Das ist scheiße. Als nächstes bauen wir jetzt einen Klopapier-Kodierer-Gedönse. Das Ganze funktioniert so. Wir haben jetzt eine Menge Papierstreifen hier hergestellt. Die werden wir jetzt aneinander tapen. Schön. So, jetzt haben wir einen langen Streifen. Den wickeln wir jetzt spionmäßig, weil jeder Spion arbeitet so um eine Klopapierrolle drumherum und werden dadurch die supergeheime Klopapierchiffre verwenden, wie ein richtiger Spion. Und jetzt klebe ich das noch hier fest. Jetzt können wir unsere supergeheime Geheimbotschaft aufschreiben. So,
Meine Geheimbotschaft als Spion ist jetzt hier drauf. Hallo, Zielperson ist bestätigt. Burrito, Taco, Banana. Jetzt werde ich den Zettel wieder von der Klopapierrolle entfernen. Und jetzt ist es absolut unmöglich zu entschlüsseln, was das für eine geheime Botschaft ist. Eure Spionkollegen haben natürlich auch den Klopapiercode gemeistert. Abschluss in Klopapierkunde. Und... Oh nein. Hä, das ist so kurz auf einmal. Ist das alles? Auf jeden Fall macht man das jetzt einfach wieder. Und jetzt müsste, wenn alles hier korrekt durchgeführt wurde, bei diesem streng geheimen Verfahren, es den Text wieder ergeben. Das ist so dumm. Aber immerhin ist das der erste Lifehack, der zwar nicht praktisch ist, aber irgendwie funktioniert. Hat er funktioniert? Ja. Hallo, Ziel ist bestätigt. Burrito, Taco, Banana. Es hat funktioniert. Werde ich zwar nie wieder verwenden, weil es ein ziemlich shitty Lifehack ist, aber wenn ihr Geheimbotschaften irgendwo übermitteln müsst, dann könnt ihr das ja so probieren. Aber wenn ihr dieses Video schaut, dann heißt das eigentlich auch, ihr habt ein Handy und WhatsApp funktioniert eigentlich auch ziemlich gut. Da ist auch irgendwie verschlüsselt. Könnte man auch benutzen. So eine Scheiße. Als nächstes machen wir einen Hoodie-Spion. Wenn du dich bei einer Zielperson hinten angepirscht hast, dann dreht sie sich auf einmal um, weiß aber, wie du aussiehst. Dann wirst du einfach deine Kapuze überziehen mit einer eingenähten Perücke und niemand erkennt dich. Das ist so dämlich. Jessie, ich kann nicht mal Perücken tragen. Hast du mal meine Haare gesehen? Hast du mal die Menge an Haaren gesehen, die hier ist? Aber die Perücke wird halt in den Hoodie so reingeklebt. Und wenn du dann die Kapuze über deinen Kopf machst, sitzt sie nur hier vorne. Wow. Wir brauchen eine Perücke. Warum sieht das aus, als hätten die so Stoff, den sie bei einer Unterhose übrig hatten, hier benutzt? I don't know. Das sieht verdächtig sehr nach Unterhose aus. Ich setze mir jetzt eine Unterhose auf den Kopf. Ist das dein Ernst? Es funktioniert nicht. Man kann mit meinen Haaren keine Perücken aufziehen. Du es geht nicht. Jessie! Ich tape jetzt hier einfach so ein Frettchen in den Pulli rein, oder was? Och Mann, das geht ja gar nicht. Das hält ja überhaupt nicht. Warum soll ich die denn erst aufsetzen, wenn ich erkannt werde? Wenn ich erkannt bin mit diesem tollen Outfit, dann schmeiße ich das weg und bin eine ganz neue Person. Wenn das nicht festgetaped ist, dann kann ich das auch schnell machen, so Quick Change. Also passt halt immer noch die gleiche Brille auf, ne? Das ist schon sehr auffällig. Besser? Oh, mein Ohr juckt jetzt. Oh. Oh, ich krieg gleich Herpes. Aber irgendwas in die Kapuze reintapen funktioniert bei meinen Haaren nicht. Deswegen ist der Lifehack auch kacke. Next! Warte, ich brauche das Fucking drin. Oh. Ich glaube, du hast deine Unterhose falsch rum an und ich glaube, das haben wir alle gesehen. Hä? Ich habe sie falsch rum an. Uffi! Okay, in dem nächsten Lifehack habe ich wirklich Hoffnung, dass das irgendwie cool ist oder sinnvoll oder funktioniert. Wenn auch ein bisschen moralisch schwierig. Schwierig. Moralisch schwierig. Wir werden jetzt ein geheimes Buch machen, was so ausgehöhlt ist, dass man sein Handy da reinlegen kann. Und dann mit Hilfe des Handys die Person, die man gerade ausspionieren will, ausspionieren kann. Also filmen kann. So. Notizbuch hier. Und damit es nicht so sehr auffällt, ein Bild von mir, was Jessie gerade gemacht hat mit dieser einen Sonnenbrille. Das Bild ist viel zu klein, Jessie. Unauffälliges, geheimes Spion-Notizbuch. So, ich habe es jetzt aufgeschlagen. Ich male jetzt hier um mein Handy drum. Okay. Und wie hülle ich das jetzt am besten aus? Mit einer Schere bestimmt nicht. Vorsichtig, es ist sehr, sehr scharf. Oh mein Gott. Vielleicht habe ich einen Finger weg oder so. Das ist echt gefährlich. Stimmt, man kann auch einfach so ein Buch machen und darin Sachen verstecken. Aber ganz ehrlich, meine Eltern wären hellhörig gewesen, dass ich Bücher in meinem Zimmer habe. Bei mir. Ich hab fast gestochen. Give me the double-sided clay band, please. Das ist ja viel leichter, als ich dachte gerade. Das ist so leicht. Gib mal. Es fliegt! Und es kommt immer wieder zurück. Es ist ein Boomerang. Dies ist mein neues Notizbuch. Es ist ein sehr gutes Notizbuch und niemand würde jetzt gerade erraten, dass ich mit diesem Notizbuch gerade die Situation hier filme. Zum Beispiel, wie du komisch da sitzt. Interessant. Oh, das zoomt gerade voll. Oh, was ist denn hier los? Ich bin sehr vertieft in diese Seite meiner eigenen Notizen. Ist ja. Das auffällig, wenn jemand so seine Notizen liest? Jetzt seht ihr halt, wie es gerade da aussieht. Finde ich gar nicht gut. Ein Buch auszuhöhlen, finde ich ganz cool eigentlich und ganz sinnvoll. Aber das...
Weißt du noch, als ich damals für Review in Berlin war, war dieses Dinner und dann habe ich mich ausgesperrt aus meinem Hotelzimmer. Und da habe ich das versucht. Hat nicht funktioniert. Aber hast du die Karte auch zerschnitten? Ich habe sie nicht zerschnitten, nein. Aber ich habe einfach so eine halbe Stunde probiert. Ding ist, ich musste auch noch so ultra dringend auf Klo. Scheiße. Ich komme so ins Hotel, denke mir so, oh, okay, jetzt gehe ich aufs Zimmer, alles entspannt, gehe schön auf Toilette, easy going. Sobald man ankommt, denkt die Blase sich ja auch, alles klar, es geht gleich los, ich kann schon mal vorbereiten, ne? Und dann stehe ich halt vor meiner Tür und merke so, ah. Und das war ein Hotel, das hatte nachts keine Rezeption. Problem des Todes. Ich zücke meine Karte, denke mir so, alles klar, ich habe gesehen, das funktioniert, ich komme rein. Nee, bin nicht reingekommen. Ich habe es nicht geschafft, den Riegel so, ich musste dann unten die Notklingel drücken. Es musste jemand extra für mich und meinen verpeilten Hintern eine Dreiviertelstunde zu dem Hotel hinfahren, um mich dann in mein Zimmer reinzulassen. Wo meine Zimmerkarte dann einfach auf meinem Bett lag, als hätte sie nichts anderes zu tun gehabt. Als hätte ich sie nicht mitnehmen müssen. Verdammt. So dämlich sein wie ich. Hey, gib mir die Karte und sag mir, wie ich sie zerschneiden muss, damit es besser funktioniert. Schneidest du jetzt? Gib mir die. Do Schere. Oh. Vorsicht! Bist du. Ich hab gesagt, Vorsicht! Ja, aber werf die doch nicht mit so einem Flip, dass die dann. Ich wollte die nicht flippen! Also, wir haben hier eine alte Bahncard 50, die wird jetzt dran glauben. Mal mir eine Karte da drauf. So. Nee, das hast du ja gemacht. So. Nee. Wo ist dieses lange Stück mit so einem... Hier. Das ist ja voll falsch. Brauchst du den? Ja. Nicht den? Nee. Oh. Aber das ist sehr schlecht umgesetzt. Dann probieren wir das jetzt aus an der Tür. Cool. Komm, nehmen wir die mit. Wollt ihr mitkommen oder... Ah. Das war irgendwie nicht so gut überlegt. Oh. Nee. Oh mein Gott, wir werden die Tür nie wieder nicht doppelt abschließen. Nie wieder. Oh mein Gott. Ich krieg's nicht mehr hin. Okay, holy shit, das war ein Schock. Leute, verlasst das Haus nicht, wenn ihr nicht doppelt abgeschlossen habt. Das ist einfach viel zu einfach, bei euch einzubrechen. Liebe Einbrecher, wir haben nichts Wertvolles im Haus. Ihr braucht es nicht probieren. Nein, ist nix, gibt nix. Wenn es euch gefallen hat und ihr lachen musstet, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal mit der Glocke aktiv. Schreibt unten in die Kommentare, was wir demnächst mal machen sollen. Hier gibt's irgendwo ein Video von mir. Wir sehen uns. Tschüss! Wir rufen einen Haussicherheitsexperten. Ganz schnell.